Der Boss ist geschafft! Endlich! Endlich haben wir es geschafft! Und damit willkommen zurück zu Sword and Sanctuary. Es hat lange gedauert, aber ich hatte im letzten Moment dann doch Luck gehabt und hatte noch das Teer auf die Waffe geballert, um die alte wegzuhauen. Jetzt kann man, glaube ich, auch wieder den Bogen reinnehmen. Mit den Feuerfallen wahrscheinlich auch relativ viel machen können. Unglaublich tot. Ja. Bitch. Oh, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Salzalchemanzerie. Was zur Hölle ist das denn wieder für ein Gegner? Okay. Welche komischen Augen. Skorpionen, oh. Oh man, jeder Gegner. Jeder Gegner direkt wieder eine absolute Herausforderung. Oh, nicht die. Deppen hier. Die Salzlosen. Wow! Okay. Ach, eine Ikone werden. Rufen nur, dass ich halt nichts habe. Ach, hier mit Steinführer. Nice, dann habe ich die bekommen. Fuck. Oh mein Gott, das sind, ich hasse diese Viecher. Weil es als ich glaube, ganz am Anfang ging es auch irgendwie noch weiter. Oh oh. Fuck. Okay. Ah gut, ich guck mir erstmal hier hinten um. It's the night. Autsch, das tat weh. Okay.
ist er. Der ist ja richtig übel, der Kerl. Okay, wir haben ihn. Asta-Monolith. Der Kopf dieser exquisit gestalteten Streitaxt wurde aus einer massiven Sternenquarzplatte geschnitten und von Magodors Meister Waffenschmieden fein poliert. Sternenquarz, ein seltener piezoelektrischer Kristall der Bergschichten des Kontinents, wird für viel Geld verkauft, nicht nur wegen seiner außergewöhnlichen Härte, sondern auch wegen der starken elektrischen Strömen, die er erzeugt, wenn er Druck und Stößen ausgesetzt wird. Okay, kann also Elektroschaden machen. Da kann man eine Leiter runterlassen. Frage ist ja, kommt man nochmal zurück? Ich glaube nicht, ne? Doch, kommt man. Hier bin ich runter, ne? Oh, hi. War ich hier schon mal? Nerven eines Bruderauges. Ja, hier haben wir den die Alte ja besiegt. Und hier unten glaube ich, mich zu erinnern, dass hier noch was war gerade. Genau, da oben. Ich glaube, wird man nur rausgespült, kann es sein? Ja. Da muss man das Gitter aufmachen. Okay, dann ist ja doch alles correctumento hier. Lass ihn nicht zum Schlagen kommen. Das ist schon korrekt, ich muss hier durch. Ich kann mal übrigens aufladen. Ich glaube, jetzt kann ich ein Schild tragen, wenn ich mich recht erinnere. Schauen wir nochmal. Nee, geht noch nicht. Mir fehlt da ganz wenig. Hier geht es dann weiter. Es geht da unten weiter und es geht nach oben. Gehe ich jetzt erstmal wieder nach oben. Da eine Typ, den brauchen wir nicht mehr. Da steht auch der andere Typ, den brauchen wir auch nicht mehr. Bin dann nämlich hier hoch. Und da ist wieder der Ritter. Und da war aber auch nichts mehr, ne? Da oben. Da ist halt nur ein Item gewesen. Die Leiter kommt erst später, das ist ein bisschen hoch. Und da muss ich auf die andere Seite, so wie es aussieht. Ich muss mich da beeilen. Ah, oh, es reicht nicht. Doch.
Oh mein Gott. Okay. Aber da kann man reinspringen, dann kommt man irgendwo hin. Das sind zwei Idioten. Hier geht's runter. Wahrscheinlich kann ich denn hier abkürzen, oder? Ja. Steinführer. Gut, dann habe ich jetzt die Abkürzung. Ist auch irgendwie noch weiter? Ach du meine Scheiße. Gut, dann geht's hier ja noch rein. Es geht runter. The fuck? Oh, hi. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh nein! Mein Freund der Riese. Jetzt geht er nach unten. Ach, jetzt kann ich hier das Gitter aufmachen. Okay. Das ist dann wahrscheinlich eher die... die leichte Variante, um runterzukommen. Hi Jungs. Ich bait. Der hat irgendwie keinen Bock gehabt. Ist das nicht der Anfang? Mal unten noch mal. Hier ist ja auch noch irgendwas. Ach du dicker Hans und Franz. Okay. Ah, da kommen wir nach unten, okay. Ritter. Hier geht's nach unten. Oh, der nächste Bossgegner. Okay. Da muss ich wahrscheinlich hier oben irgendwie einen Dingsbums kriegen, finden. Vielleicht ist hier hinten das Heiligtum. Hi, Junge. Nein, es hat nicht gereicht. Mann. Lass mich raten, das ist doch garantiert eine Truhe. Steht da mitten im Raum, das ist doch hier wieder so. Verarsche Truhe.
Okay. Fleckter Großschiff, befleckter Ranseur. Fleckter Großschild. Leicht Großschild, Stufe 5. Schlitzverteidigung, Feuerverteidigung. Oh, das ist auch gut, das Ding. 30 Kilo. Besteht, Moment. Ein bedrohlicher Hornschild, der komplett aus unidentifizierbarem Leichtsilbermetall besteht. Es strahlt eine kränkliche Aura ungezügelter Boshaftigkeit aus und wurde vermutlich mit denselben Techniken erzeugt, denen auch den Alchemantian-Rittern Leben eingehaucht hat und die dieses Schild verwenden. Obwohl die verdrehten Energien dieses Schildes schädlich für die Körper und Seele eines Salzgeborenen ist, finden diese, die stark genug sind, einen verätzenden Effekt zu widerstehen. Ein mächtiger, wenn auch unpassender Verbündeter mit in ihm. Okay, der macht wohl irgendeinen Dot. Was zum Teufel bist du denn? Ach du Scheiße. Okay. Ach du meine Fresse. Salzflossenkreatur. Da finde ich doch nie wieder hin. Ich bin nach oben gegangen. Was ist denn, wenn ich nach unten gehe? Ah, jetzt kann ich hier durch. Okay. Quasi wieder der Anfang. Fuck. Ja gut, das ist eigentlich schon der richtige Weg. Nee, Moment, da wollen wir nicht hoch, oder? Ja doch, da wollen wir hoch. Das war hier oben nochmal. Gott, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Nee, andersrum. Nee, andersrum. Nee. Da kann man runter. Gottes Willen, das ist alles hier verzwickt und verdreht, aber da komme ich, wo komme ich denn da hin? Da komme ich da auf jeden Fall runter. Hä, jetzt bin ich ja wieder am Anfang. Aber meint, hier ist ja der Typ. Und da unten geht's zum Bossgegner, ne? War das nicht so? Ja. Ich werde erstmal mich noch mal durchprügeln, weil das eine Vieh da. Oh fuck, ich gehe da mal. Tschüss. Schild aktiviert.
Ach, das ist so ein Fußtritt, den er macht. Diesen ersten Lanzenstoß, der relativ langsam ist. Oh, fuck. Oh Gott. Oh Gott! Okay, der muss man rollen. Glück gehabt. Oh Gott. Oh Gott, das sind 6000 gibt ihr. Alter Schwede. Das ist wieder ein Gegner, da kannst du nicht parieren. Hoffentlich kommen da jetzt nicht tausende von denen. Das ist so wie der Ritter. Da musst du rollen, da kannst du nicht parieren. Jetzt kommen die Typen wieder. Okay. Zu dark hier. Denn jetzt? Das ist Haggards Höhle, kann das sein? Ah nein, das ist die andere Seite. Ah, schau mal einer an. Was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Ich habe es gerade nicht gecheckt. Scheiße. Okay, dann muss ich da nie wieder lang. Sehr schön, dass wir das geklärt haben. Auf das große Vieh hatte ich gar keinen Bock. Aber auf den dicken, fetten Riesen, der da hinten steht, habe ich auch, ehrlich gesagt, auch keinen Bock. Guti, dann würde ich mal sagen, liebe Freunde, mache ich hier einen Cut. Ich gehe dann nochmal zurück. Wir haben zwar kein Level ab, aber wir können mal gucken, wie viel wir hier rauskriegen. Super wenig Kimber raus. Und dann nehme ich die Glöckchen, das Glöckchen läuten wir. Ja, und dann habe ich das auch schon gecheckt. Dann muss ich da nicht mal hin. Und dann würde ich sagen, mache ich einen Cut. Bedanke mich fürs Einschalten. Und in der nächsten Runde werde ich dann mal gucken, was am Boss mich da erwartet. Tschüss!